Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Pepe. Einwurf. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ein wunderschönes Zuspiel. Schöne Flanke. Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und nun Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Er erkämpft sich den Ball mit der Grätsche. Das musst du auch können. Ein herrlicher Pass. Spitzenmäßige Hereingabe. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Ja, der Pass kommt an. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem Torwart. Überragend. Grätsche von Lionel Messi, das sieht man auch selten. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Der Ball tanzt durch den Strafraum. Das wird Ecke geben für Real Madrid. Mit dem Kopf. Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter, danke. Und nun hat Real Madrid den Ball. Das könnte was werden. Super von außen reingespielt. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Fabregas. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Sergio Busquets. Und nun Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Spielt sich herrlich frei. Was für eine klasse Tat. Er hat weiter eine weiße Weste. Klasse Keeperleistung. Das gibt Ecke für Real Madrid. Kopfball. Super, wie er diesen Ball noch rausholt. Und noch eine Ecke. Und nun Lionel Messi. Die Kollegen helfen ihm schön. Gut geflankt hat er. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Und vielleicht gibt das ja jetzt ein klein wenig Selbstvertrauen, dass er mal einen Ball abwehren kann. Und vielleicht verhindert er damit den kompletten Einbruch der Mannschaft. In den Gegner rein und hat den Ball. Cristiano Ronaldo. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Holt ihn euch den Ball. Keiner hat ihn. Das könnte was werden. Wunderbar heraus. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt.
Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Cristiano Ronaldo. Benzema. Und nun hat Real Madrid den Ball. Cristiano Ronaldo. Einwurf jetzt. Und da grätscht er rein, der Cristiano Ronaldo. Das könnte eine Torchance geben. Ein Traumpass. Und schon wieder spielt er einen genauen Pass. Er verteilt die Bälle heute sehr gekonnt. Gut gegrätscht, da kann man nicht meckern. Jetzt spiel nach vorne bitte. Und nun Lionel Messi. Und so brennt hier gar nichts an. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Auch auf den Flügeln musste die Zweikämpfe gewinnen. Benzema. Ja, jetzt ist er frei. Achtung, jetzt. Ein Torwart-Riese und er schafft es nicht. Ich war mir sicher, dass das Ding im Netz zappelt und dann fischt er den raus. Der macht heute das Spiel seines Lebens. Unglaublich. Das war unglaublich eng. Cristiano Ronaldo. Ja, so kann es weitergehen. Klasse, wie er den... Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Den muss er jetzt rausholen. Schöner Pass. Schön verteidigt. Gut geklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Ja, es gibt Einwurf. Sein Hobby ist Pfeifen, aber jetzt lässt das sein. Vorteil, sagt er. Ja, völlig außerhalb seiner normalen Linie. Sehr schön gehalten. Ab unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen. Ein Sieg heute. Der Titelverteidiger hat genau den gewünschten Saisonstart hingelegt. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.